Hallo und guten Abend. Mein Name ist Doc Stanrode. Ich befinde mich hier in Halloween Town und dich brauchen wir zum Mithelfen. Und heute baue ich hier an diesem Automaten, wo so Bauhilfen dran sind, eine kleine Dekoration. Was genau, lasst euch überraschen. Aber vorher verrate ich euch, wie ihr hier auf diesen Server kommen könnt und wie ihr hier mitbauen könnt. Wir brauchen nämlich dich. Und pass auf. Denn wie das geht, verrate ich jetzt. Du magst Halloween und Minecraft? Unterstütze uns in Halloween Town. Jeder Beitrag, egal wie klein, ist wichtig. Willst du mitmachen, dann komm auf meinen Discord-Kanal. Der Link ist in der Videobeschreibung. Hast du dich verifiziert, findest du dort alle Infos, um auf den Server zu kommen. Gespielt wird Vanilla, also ohne Mods, in der Java-Version 1.19.1. Mach mit! So, dann mache ich mich mal hier ans Werk. Ich brauche ein paar dunkle Blöcke. Ja, und vielleicht irgendwie so kleine Knöpfe in Rot oder so. Ich weiß es noch nicht so richtig. Aber ich würde sagen, damit ihr hier den ganzen, ja, Prozess nicht zu langweilig miterlebt, zeige ich euch das mal als kleinen Speedbild. So, das Kunstwerk ist fertig. Ich ja, habe irgendwie nicht an die Leute gedacht, die Spinnen nicht mögen. Die sollten den Server jetzt meiden. Ich hoffe, diese kleine ist gut, diese kleine Riesenspinne wird von euch als witzig und leicht gruselig empfunden. Vor allen Dingen ist es schon ein bisschen gruselig, jetzt hier in den Automaten zu gehen und die Sachen zu ziehen. Übrigens, wer es noch nicht gesehen hat, hier kann man sich Nachtsicht geben, da die Nachtsicht ausmachen. Hier einen unsichtbaren Rahmen. Da das Buch, um die Rüstungsständer zu bearbeiten. Und hier kann man sich Lichtblöcke geben lassen, damit man Licht auch ohne Fackel machen kann. So, ja, hier habe ich so ein bisschen versucht, Blockvariationen reinzubringen mit den Mangrovenwurzeln, mit die, der passt farblich sehr gut zu den ja, geschälten Dark Oak Blöcken, Stämmen. Und hier oben habe ich noch per Command kleine, sich nicht bewegende Babyspinnen. Haha, das sind Babyspinnen gemacht. Und hier unten auch noch zwei. Und so ist das, glaube ich, ganz süß geworden. Ja, ich bin ganz zufrieden. Ich hoffe, ihr seid's auch. Und da bleibt mir nur noch zu sagen, macht's gut. Kommt rein, baut mit uns und liebt mit dem Herzen. Und für alles andere nutzt den Verstand. Ach ja, und tu nichts, was ich nicht auch tun würde.